Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play von Panzer Corps Der andere Weg. Wir spielen das Szenario Umbrien, Kampagne 2, die in den Jahren 1939 bis 1941 stattfindet. Und momentan befinden wir uns in Italien, kämpfen ja fast schon die ganze Kampagne gegen italienische Truppen. Haben uns auch so ausgesucht, denn es gibt ja hier mehrere parallele Pfade, denen ihr folgen könnt, Szenarien, wo ihr auswählen könnt. Und wir haben uns für die italienische Variante entschieden, denn in den Szenarien, die man von den klassischen Kampagnen kennt, von den offiziellen Kampagnen kennt, spielt Italien eher nur eine untergeordnete Rolle, ganz klar. Afrika-Korps, da hat man mit den Italienern zu tun als verbündete Truppen. Oder dann ab 43, mit 43, wenn die Amerikaner in Italien landen, auch da gibt es dann einige Kämpfe in diesem Gelände. Aber man wird nie in die Situation kommen, als Deutscher gegen italienische Truppen kämpfen zu müssen, nicht in dieser Form zumindest. Von daher ist es was Besonderes, was Ungewöhnliches und natürlich auch landschaftlich sehr ansprechend. Deswegen habe ich mir das so ausgesucht. Apropos ausgesucht habe ich mir natürlich auch die Schwierigkeit, mit der ich spiele. Das wurde ja jetzt nochmal angesprochen. Es wäre zu langweilig, zu öde. Die Spannung wäre raus, weil meine Schwierigkeitsstufe nicht hoch genug eingestellt ist. Nun ja, ich spiele auf Mittel, also auf der Stufe, die meiner Meinung nach genau für dieses Szenario vorgesehen wurde. Nicht umsonst wurde das Ganze ja so designt, wie es jetzt ist. Und klar, manche Szenarien sind relativ leicht zu gewinnen. Ob das jetzt daran liegt, dass ich einigermaßen ordentlich spiele, oder ob es jetzt daran liegt, dass halt der Gegner keine Chance hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin der Meinung, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ich weiß noch nicht genau, das entscheide ich aber später noch für mich selbst, ohne dass es jemand beeinflussen könnte, ob ich in der nächsten Kampagne, in der dritten, von Anfang an die Schwierigkeit hochnehme. Höchstwahrscheinlich werde ich das tun, aber mehr darauf setzen, dass die Standardeinheiten, die der Gegner ins Feld führt, von Beginn an über mehr Stärkepunkte verfügen. Also ich halte wenig davon zu sagen, okay, ich bekomme weniger Prestige, sondern der Gegner hat insgesamt stärkere Verbände. Muss auch nicht unbedingt mehr haben, einfach nur stärkere Verbände. So dass seine Kampfstärke und meine Kampfstärke sich langsam angleichen. Es ist ja auch so, dass durch diese handgemachten Szenarien hier dafür gesorgt wird, dass die Truppen, auf die man trifft, einerseits sinnvoll zusammengestellt wurden, also Panzerverbände halt eine sinnvolle Struktur haben, andererseits natürlich auch die dort befindliche Infanterie mit Fahrzeugen unterwegs ist, dass einzelne Einheiten immer über Anführer und Überstärke verfügen und dass, wie in diesem Fall, also wie in diesem Angriffs, in dem wir gerade uns befinden, auch zusätzliche Luftunterstützung gestellt wird. Also das wird ja schon ganz gut gemacht. Da hat Sonja 89 echt drauf geachtet, dass das alles Sinn gibt. Aber es ist halt immer noch die KI, die zieht und die macht halt hier und da ihre Fehler. Dass es nicht umsonst ist, der Kampf und auch der potenzielle Sieg, das seht ihr daran, dass meine Einheiten auch ihren Schaden nehmen und ich öfter reparieren muss. Ihr könnt es hier erkennen. Huch, rausgewitzt hier. 5er, 7er Einheit, 6, 8, 9, 1, 7. Ja, erkennt jedenfalls, dass ich hier überall Schaden nehme. Also für umsonst ist das Ganze nicht. Auch hier drüben bei den tschechischen Streitkräften ist das so. Wir haben ja schon so oft unsere Einheiten wieder in Ordnung gebracht und repariert. Das ist echt krass. Und klar, ich finde es durchaus angemessen von der Schwierigkeit her, wie das Ganze aufgebaut wurde. Nur ab und an, wenn man einen bestimmten Punkt überwunden hat, zum Beispiel als Verteidiger die ersten Angriffe abwehren konnte, ab dann wird es leichter. Oder wenn man halt Welle auf Welle der Angreifer halt zurückwerfen kann. Oder wenn man halt bestimmte Positionen dann geknackt hat, weil man den entscheidenden neuralgischen Punkt besetzen konnte. Ab dann ist es manchmal zu einfach oder wirkt zu einfach. Aber jedem steht es ja frei, das Ganze auf einem härteren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Und ich empfehle auch einfach mal, selbst zu versuchen, hier seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und dann selber auch einzuschätzen, ist es so einfach, wie es vielleicht wirkt. Oder woran liegt es, dass es vielleicht so einfach wirkt? Also das soll jedem freigestellt sein, genau wie halt seine eigene Spielweise. Das nochmal dazu.
Jetzt kümmern wir uns auf das, was hier auf der Karte passiert. Ihr seht, wir sind gerade an der Adriaküste und werden dort mit der ersten tschechischen Armee die Angriffe der 5. italienischen Armee ab. Ja, die ist ja hier mit Panzerstreitkräften angetreten und mit transportierter Infanterie. Also wir haben hier drüben Angriffe, die führen halt natürlich diese Straße hoch. Mein Ziel war es ja auch zu sagen, okay, ich versuche auf jeden Fall die Orte hier oben einzunehmen, bis diese Angriffe da sind und dann mich an jenem Fluss zu verschanzen, weil er natürlich ideale Positionen bildet, um was auch immer da angefahren kommt, abzuwehren. Und genauso funktioniert es ja auch. Also es ist kein Zufall, dass wir uns hier treffen, sondern es ist Absicht. Und hätten sozusagen diese Streitkräfte uns hier irgendwo auf offenem Gelände erwischt, würde es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgehen. Hier unten ist es natürlich ein bisschen anders gelaufen. Ich hatte ja schon einige Streitkräfte hier nach Süden geführt, wollte nur noch diese Stadt einnehmen. Und dann ploppten halt die Verstärkungen hier mittendrin auf. Und die müssen wir jetzt noch bekämpfen, da sind auch noch einige da. Und hier drüben sind halt neue dazugekommen und deswegen ist es hier alles ein bisschen tricky und ein bisschen durcheinander und keine geschlossene Front. Aber das schaffen wir trotzdem irgendwie. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's einfach los. Und als erstes möchte ich mich wie stets um die feindlichen Flugzeuge kümmern. Gut, was machen wir da? Wir haben hier zweimal transportierte Fallschirmjäger. Die müssen auf jeden Fall weg. Und wir haben hier einen Bomber. Leider reicht ja die Flak immer nur zwei Felder weit. Ich kann es mir also aussuchen, auf was ich schieße. Oder aber ich positioniere mich so sinnvoll. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich tue das mal so. Und ich mache mal so. Und ich mache mal so. Und ich mache mal so. Und gleich noch einen Angriff den feindlichen Panzer führen, den damit auslöschen. Und jetzt auch meine Artillerie, ne Quatsch, meine Flak, nach Süden führen und einen Angriff machen damit. Na komm her. Ja, genau wie vorhergesagt, 4 Abschüsse, alles gut. Ja, es ist mal wieder in diesem Zweifel, tanke ich auf, tanke ich nicht auf, tanke ich auf, tanke ich nicht auf. Wenn ich nicht auftanke, kann ich halt nächste Runde nicht wirklich agieren. Kann aber jetzt dieses Flugzeug abschießen. Wenn ich auftanke, habe ich halt nächste Runde wieder mehr Möglichkeiten. Da muss man sich entscheiden. Ihr seht ja, wie leer die beiden sind. Das nimmt sich nichts. Also versuche ich es erstmal mit dem, was da ist, zu lösen. Erstmal hier das Geschwader ganz von seinem Elend erlösen. Ja. Ein Punkt ist immer schlecht. Da ärgert man sich mal ein bisschen drüber, finde ich. 8. Haben wir es fast geschafft, ja? Bleibt auch ein Punkt übrig und genau das ist das Problem. Dann denkt man sich immer, soll ich jetzt, soll ich nicht, soll ich nicht? Wie macht man es richtig? Ich stecke erstmal hier einen Angriff auf seinen Transporter. Scoutet dabei nichts, also scheint jetzt unten im Moment auch erstmal nicht nachzukommen. Deswegen könnte man jetzt drüber nachdenken, ob man einige Angriffe anders durchführt. Den drücken wir mal ein bisschen. Ich möchte halt, wenn möglich, kein Gegenfeuer gegen meine 8-8. Zieht sich zurück. Ja. Und wir positionieren mal hier die Einheiten anders. Ja, ist immer das Problem, dass diese Truppen schon so gelitten haben. Es war... Machen wir das. Die sich schon so gelitten haben, dass ich, wie gesagt, immer wieder neuen Nachschub besorgen müsste, muss, soll, darf. Oh, Minen. Geräumt. Frag mich immer noch, wie die das machen, so realistisch betrachtet. Wie räumen die ihr Minen? Was tun die dafür? Den könnte man benutzen. Mit drüben endgültig Schluss zu machen. Dann hat er 5 Punkte Sprit. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht gerade so. Wir machen das mal. Dafür schickt man aber das Jagdgeschwader Hoffmann auf jeden Fall auf den Flughafen. Also die Einheit möchte ich auf jeden Fall dann auch nächste Runde komplett aufgetankt zur Verfügung haben. Oder die nächsten Runden, so müsste man ja sagen.
und nicht so geschwächt, wie sie jetzt ist. So, dann schauen wir uns mal das Mittelteil der Front an. Dort wollen wir ja gegen Perugia vorstoßen und haben dazu den Nordrhein des Trasimenischen Sees umrundet. Prinzipiell ist es immer besser, man behält die Artilleriedeckung bei, aber, das große Aber, ich wollte halt auf jeden Fall die Möglichkeit haben, direkt gegen die Feindartillerie vorzugehen. Komme, was da wolle. Und das habe ich ja jetzt auch gemacht. Und deswegen habe ich es riskiert, diese deckende Funktion der Artillerie aus dem Spiel zu nehmen. Ich hoffe, das war nicht eine blöde Idee. Was können wir hier unten? Wir könnten den Ort angehen. Oder wir könnten einfach hier so ein Blocker sein, da der dafür sorgt, dass er mit Nachschubstreitkräften hier nicht nach Norden durchkommt. Die Idee gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Also die machen wir erstmal alle auf 10er-Werte. Und dann können wir immer noch sagen, okay, wir gehen nach Süden Richtung Volicno. Oder wir gehen hier diese Feldbefestigung an. Oder wir versuchen hier diesen Flakbunker von hinten zu erwischen. Irgendwas in diese Richtung. Geht ja noch genauso. Ja, dann sind wir hier drüben. Hier haben wir ja eigentlich alles erfüllt, was wir erfüllen sollten. Unsere U-Boote halten immer noch schön die Stellung. Schauen, dass von Süden niemand kommt. Die vier Inseln, die wir einnehmen sollten, hier 1, 2, 3, 4, die haben wir schon eingenommen. Und jetzt müssen wir uns erstmal mit dem auseinandersetzen, was da noch an Feinden da ist. Und das sind halt vor allem die nachgerückten Streitkräfte. Ja, was habe ich denn hier so Hübsches? Auch vieles, was halt den Angriff gerade im Moment nicht führen kann. Ich denke mal, ich kümmere mich erstmal um seinen Panzer. Hervorragender Angriff. Aber das ist halt das, was man auch erwartet von seiner Elite-Stuka. Der muss sich natürlich auch Jägerdeckung mitgeben, die zudem selber sehr, sehr kampfstark ist. Eher enttäuschend. Hier wird es schon ein bisschen enger, ihr könnt das selber erkennen. Schwierige Situation. Greift mal seine Flak an. Solange sie nicht im Flak-Modus ist, sondern im Pack-Modus. Und nichts wie weg. Wobei jedes Zurückfliegen kostet mich jetzt extra Sprit. Und dann reicht es nicht mehr. Okay, dann müssen wir da stehen bleiben. Dann haben wir hier nochmal einen schweren Jäger für einen Angriff. Hier steht halt die Feindflak, das ist das Problem. Da wollen wir eigentlich nicht mit agieren. Ich glaube, so ist besser. Ha! Das war ja meine hervorragende Leistung von dieser Henkel, dass ich mir das nie merken kann. Ich hau immer Henkel und Heinkel durcheinander, jedes Mal aufs Neue. Okay, wie heißt das gute Ding? Heinkel. Heinkel wird HE abgekürzt. Merken, merken, merken. Unsere Focke Wulf hat noch jede Menge Munition und jede Menge Sprit und kann sich hier auch weiträumige Angriffe oder Flüge leisten. Die Frage ist nur, wohin? Na, hier haben wir jetzt momentan nichts, auf was wir wirken können. Zu nah an die Flak ran ist prinzipiell blöd. Fliege erstmal hier hoch und mit dem schaue ich mal noch. Ja doch, hat geklappt. Damit haben wir die Verteidiger der Stadt ausgelöscht. Können auftanken. Und haben jetzt die Chance, die Stadt selbst zu besetzen, was natürlich ideal ist. Ja. Rein mit den Fallschirmjägern. Artillerie dahinter. Und jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen Ärger zu machen. Ist im Packmodus. Aufklärer hinterher. Ja, ist natürlich, wenn er einen Fluss fährt, leichte Beute für unseren Aufklärer. Gar keine Frage. Muss ich halt hier immer nur entscheiden, in welche Richtung wollen wir vorstoßen. Eigentlich ist jede Richtung interessant oder wichtig für uns, aber das geht ja nun mal nicht. Der bleibt im Artilleriemodus, weil wir brauchen hier ein bisschen Schutz. Alles nicht so leicht.
Da bin ich nicht wirklich zufrieden mit dem, was mir so angeboten wird an Möglichkeiten. Hier würde ich am liebsten auch was hinstellen wollen, weil hier drüben haben wir eben jetzt gar nichts als Verteidigung. Können auch das machen. Also so einen Flak so weit zu schwächen, dass er halt fast schon aus dem Spiel ist. Tja, und hier drüben muss ich mal gucken, wie kriegt man das denn am besten hin? Das gute Stück nach unten. Ausgelöscht. Die Artillerie. Schwierig, schwierig. Die muss erstmal weg hier. Das Ding hat ja leider jetzt gar keine Munition mehr. Also auch keinen Sinn an der Stelle. Rückt weg. Sehr gut. Ja, nicht zerstört, sondern hat alle geschwächt. Aber jetzt kriegen wir es kaputt, hoffe ich mal. Jawohl, sehr schön. Gradschützen haben sich wieder mal bewährt. Das ist wirklich eine gute Einheit, das kann man nicht anders sagen. Boah. Und der ist hier, also der ist echt bitter. Das ist halt eine Elite-Version eines, na, bleibst du da? Eines Aufklärers und der ist halt wirklich bitter. Also der ist für uns so schwer zu knacken. Muss man halt nur gucken, dass der uns nicht irgendwie umfährt. Oder das ja als Aufklärer eigentlich kann. Machen das mal so. Und so. Eigentlich das ist die gefährlichste Einheit hier drüben. Die müssen wir halt versuchen, irgendwie wegzumachen. Ich greife den aber jetzt nicht an. Ich warte auf Artilleriesupport dafür. Ja. Auch hier greife ich nicht an. Da warte ich auch auf Support, wenn ich ihn dann halt frei habe, was jetzt momentan halt nicht der Fall ist. Guck noch mal kurz durch, aber das sollte es auch schon gewesen sein. Und der Gegner darf. Nichts passiert, sehr schön. Kaum etwas passiert. Ah, habt ihr es gerade gesehen, ne? Der kann schon richtig zuschlagen. Ich finde die auch optisch irgendwie ganz cool. Naja, und wie vermutet, kommt aus dem Süden dann doch nochmal ein bisschen was an Verstärkung. Dass man natürlich jetzt gerade mal auf den 13er Panzer treffen, das ist bitter. Nichtsdestotrotz werden unsere drei dort positionierten Infanterieeinheiten in Kurken sein, in diesem Flaschenhals. Und ihn nicht so leicht rüberlassen. Ja, das klappt nicht, Jungs. Könnt ihr probieren? Funktioniert aber nicht. Nochmal falsche Mega. Okay. Und nochmal falsche Mega. Und nochmal. Ja. Wie viel falsche Mega hat der eigentlich? Habe ich nicht schon fünf oder sechs oder so abgeschossen? Und sind immer noch welche da. Okay, klar. So wie die KI die benutzt, ist es sinnvoll, ein paar mehr zu haben, damit überhaupt was damit machbar ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Menge. Ich besitze halt eine falsche Mega-Einheit und eine Brandenburger-Einheit, die mit Fallschirm abgeworfen werden könnte. Schon ein Unterschied, ne? Rein mengenmäßig. Na gut, sind wir dann in Runde 14. Ein wunderschöner Nachmittag. Und wir machen hier bloß ein bisschen dicht, damit er nicht in unser Bötchen rankommt, unser Minenräumer-Bötchen. Dem weiß ich jetzt gerade auch gar nicht, was ich so richtig machen und tun soll. Ich fahre erstmal weg. Im Fluss kann mich das U-Boot nicht verfolgen. Na klar, wäre auch komisch, wenn sie es könnten. Über unseren Doppeldecker brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Der ist nicht mehr existent. Schade. Jetzt müssen wir versuchen, wie wir sonst mit diesen Flugzeugen Herr werden. Das ist ja auch wieder eine Elite-Einheit. Angriff 4, Verteidigung 3. Die hatten wir ja schon mal gesichtet, konnten die aber nichts tun. Die war irgendwie so weit mittig positioniert, dass wir einfach nicht rankamen. Und deswegen, ja, die einfach in Ruhe lassen mussten. Dann haben wir hier nochmal einen Elite-Panzer. Erneut ist es ein Somura. Luigi Rossi. Also es gibt so viele Rossis mittlerweile.
Angriff, Verteidigung 3, Initiative, Bewegung 2. Damit hat er solide Angriffswerte, gute, sehr gute Verteidigungswerte und ja, ist auch relativ schnell. Also das ist schon ein Panzer, mit dem man rechnen muss, ohne Frage. So, und wir sind mal wieder beim, wir tanken auf. Ansonsten schauen wir mal, was wir hier so machen können. Weg damit. Könnten den direkt angreifen. Weil die Infanterie allein wird dazu nicht in der Lage sein. Aber mit dem 15-0, alles klar. Die wird überhaupt nicht dazu in der Lage sein. Die macht nichts anderes, als sich selbst zu verteidigen. Die sucht sich Positionen, wo sie gute Chancen hat. Hier Städte und Hügel und Berge. Und dort bleibt sie. Und nichts anderes. Und der Panzer muss sich ja sozusagen in schlechtes Gelände bewegen. Und wird dann dafür bestraft. So ist der Plan. So, wir haben hier noch einen Elitejäger, aber auch der, ihr seht, ist reichweitenmäßig sehr eingeschränkt. Ich kann den einfach nicht so weit wegziehen. Das ist schade, schade, schade. Jetzt habe ich natürlich blöd reagiert. Ich hätte ihn hier oben hinstellen sollen, dann hätte ich den auch abschießen können. So nebenbei, im Vorbeigehen. Dann halt nicht. Mit ihm komme ich bis hier rüber. Kann auch die Fallschirmjäger vernichten. Schaffst dann natürlich nicht mehr an den Bunker ran. Also bleibt dann in Reichweite des Bunkers stehen, so rum wollte ich sagen. Na, mal gucken, wie wir das Ganze jetzt handhaben. Also. Munitionsnachschub. Jetzt ein gefrorener See, das wär's. Jetzt haben sie das Problem, dass sie halt nur einen Schuss haben noch. Das ist halt der größte Nachteil dieser Einheit. Ist auch das, was mich so ein bisschen stört. Aber klar, man kann die nicht zu übermächtig machen. Und ja. Wir kommen jetzt erstmal hier nicht vorwärts. Hier unten haben wir das Problem, dass wir mit beiden rechnen müssen. Mit dem Flugzeug hier, mit diesem Jäger, also auch mit den Fallschirmjägern. Aber wir kümmern uns erstmal um den Elitejäger. Auch nicht ganz so toll, wie ich es mir dachte. Stuka ist eh leer. Haben wir jetzt überhaupt noch einen normalen Jäger hier unten? Wir haben einen Jäger, zwei schwere Jäger, aber keinen, keine ME-109. Das kann jetzt gleich wehtun. Oh, weia, und wie das wehtun würde. Eieieiei. Erstmal ein Problemchen gelöst. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich will ihm im Grunde irgendwas anbieten, auf das er reagieren wird, um dann entsprechend zurückzuschlagen. Aber ich möchte halt ungern dabei eine komplette Einheit verlieren. Das ist nicht meine eigene. Und die sollten es aushalten. Aber alle anderen will ich eigentlich nicht einbüßen für sowas. Puh, ob das funktioniert? Man wird sehen. Erst mal ein bisschen klar Schiff machen. Wir sind ja Runde 14, theoretisch. Sollte es so sein, dass der Gegner keine weiteren Verbände nachzieht. Man sieht ja, die Angriffe erfolgen zwischen Runde 8 und 12. Runde 8 und 12, war es so? Ich glaube schon. Und die sind ja nur vorbei, Runden 8 bis 12. 3 bis 6. Oh, verlockend, ne? Die einfach mal im Artilleriemodus zu benutzen. Ah, schwierig, schwierig. Wie macht man es denn am besten? Also sinnvoller wäre auf jeden Fall, den einzukreisen. Und dann kommt er aus der Position nicht mehr raus. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir drücken den. Und dann muss er aufgeben. Und dann ist immer das Problem los. Ich hatte das mal bei dem ersten Panzergeneral. In irgendeinem späteren Szenario.
Und ich habe gegen die Deutschen gekämpft oder ich hatte die Deutschen, das weiß ich schon nicht mehr genau. Ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall gab es da diesen einen Jagdtiger. Und wer die Werte so in etwa im Kopf hat, der weiß, dass ein Jagdtiger von einem typischen amerikanischen Sherman-Panzer, naja, nicht wirklich beschädigt werden kann. Frontal schon gar nicht. Und dass hier sowas wie frontalen Heck sowieso nicht gibt. Und nur die reinen Defensivwerte zählen, sind die natürlich gigantisch. Der Jagdtiger hat gigantische Angriffs- und Verteidigungswerte, ist halt langsam, wenig Munition. Klar, okay, ich hatte die Amerikaner sowas. Und ich habe also was gemacht, ich bin mit dem Ding nicht fertig geworden. Meine Einheiten waren zu schwach, die konnten denen seltenst Schaden zufügen. Eigentlich haben die immer nur geschossen und kamen nicht durch. Also habe ich ihn eingekreist und dafür gesorgt, dass er ständig leer war. Und dann irgendwann mal, als das Wetter besser war, habe ich ihn halt mit den Flugzeugen klein gekloppt. Aber so lange ging es mir wie hier. Ich stand drumherum und habe halt darauf gehofft, dass das reicht, um mit dieser Einheit fertig zu werden. Das war schon interessant. Sehr schön. Das hat funktioniert. Wir lassen die mal hier unten stehen. Ich weiß es auch nicht, was vielleicht noch an Flugzeugen kommt oder ob jetzt genau hier angegriffen wird, weil natürlich dort die Artillerie ist. Deswegen habe ich mich jetzt so positioniert, dass unsere Flak beide Aris deckt, die ich im Moment jetzt sowieso nirgendwo so sinnvoll nutzen kann. Und greife jetzt hier drüben weiter an. So, macht man denn das am besten? Hier löscht man den aus. Dachte ich zumindestens. Aber zieht sich zurück. Damit bin ich ja schon mal recht zufrieden. Unser Aufklärer zieht nach. Peng und weg. Auch schön. Jetzt kann ich meine Artillerie gegen seine Artillerie einsetzen. Hat wunderbar funktioniert. Jawohl. Auch das sieht gut aus. Jetzt haben wir noch ein Flugzeug übrig. Das schicken wir auf seinen Panzer. So hart die so Muas halt sind. Aber ihr könnt es ja selbst erkennen. Ja, gegen Luftziele können sie halt wenig machen. Ja. Damit sind wir jetzt auch wieder am Flussübergang, wie gewünscht, direkt am Tiber. Aha, habe gar nicht gekriegt, dass es das der Tiber ist. Aber wie gesagt, ich war noch nie in Italien. Ich kenne mich da so überhaupt gar nicht aus. Ich ziehe es auch hier ein paar Truppen rings um meine Flak zusammen. Damit der Flak nicht so, also damit die an der Flak halt gedeckt bleiben. So. Ja, so müsste das ganz gut sein. Haben wir denn jetzt überhaupt schon alle unsere Ziele? Hier oben haben wir noch einen Jäger. Wir haben noch einen Jäger, genau, die haben wir noch gar nicht benutzt. Da hatte ich ja überlegt, ob ich jetzt hier in Angriff fliege oder nicht. Oder bleibe ich hier drüben oder. Jetzt mal gucken, wie das mit der Stabilität ist der Flugzeuge. Verteidigung gegen Bodenangriff ist hier 19 und durch den Held haben sie jetzt, bleibt es bei 19, okay. Und unser Jagdgeschwader Hoffmann hat Angriff 2, Verteidigung 1, Bewegung 1. Hat also 22, 21. Also nehme ich einfach den. Der müsste ja potenziell länger existieren und feindliche Flakfeuer besser aushalten können. Und dann ziehe ich vielleicht trotz alledem jenen Jäger mit ab, um dann hier unten gegen den Elitejäger des Feindes ein bisschen besser dazustehen. So in der Art, denke ich mal. Okay, die Schiffe haben wir noch. Damit können wir natürlich noch ein bisschen was bewirken. Wir haben auch noch alles andere. Sind ja jetzt hier in einer relativ komfortablen Lage, muss ich sagen. Der wird wieder in Ordnung gebracht. Der genauso. Der Panzer ist halt in diesem Heckengelände und das Heckengelände ist halt Gift für die Panzer. Deswegen
lief es jetzt nicht so prall für ihn. Andererseits haben wir jetzt nochmal einen verdeckten MG-Nest entdeckt. Wir müssen ja sowieso irgendwann nach Süden weiter vorstoßen, Richtung Ascoli. Es ist ganz gut, dass wir das jetzt aufgedeckt haben, wenn es uns natürlich jetzt auch gleich schaden wird, aber das ist nun mal so, das ist nicht zu ändern. Ich denke mal, wir kommen damit schon irgendwie klar. Wir haben ja jetzt auch hier oben noch ein paar Einheiten in Ordnung gebracht. Die können wir jetzt ganz neu einsetzen. So. Und wir haben, wie gesagt, auch noch unsere Schiffe zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch U-Boote gab. Ein U-Boot hat man ja zerstört. Bin mir jetzt nicht schlüssig, ob da noch mehr da war. Ich hoffe natürlich nicht. Was können wir noch tun? Der Aufklärer könnte sich noch sehr, sehr weit bewegen, wenn er möchte. Ja, stell mal an die Flak ran. Diese Marineinfanteristen, die sind halt im Moment überflüssig, aber wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich die auch gar nicht wegbewegen kann, dass sie die Inseln halt wirklich versuchen zu schützen auf irgendeine Art und Weise. Das werden wir ja bald wissen. Rundenende. Greift die verlockende Focke-Wulf zu 100 an. Kann man verstehen. Schafft es aber eben nicht, die abzuschießen. Und hier unten sind ein paar mittlere Panzer der Italiener im Anmarsch. Und weitere Somuas. Also ich glaube, wir haben ungefähr 5 oder so vernichtet auf der Flanke. Und sehen es schon wieder 4 weitere. Also, dass der Gegner zu wenig Einheiten hat, das kann ich so nicht unterstützen. Das stimmt so einfach nicht. Die Qualität könnte bei manchen besser sein. Die Erfahrung, die Dichte, die Versorgungsdichte mit, wenn man es so nennen will, mit Helden, das ja. Aber die reine Zahl, ne. Das war clever. Sind mir den Flughafen weggenommen, potenziell. Auch hier hat er eine schöne Frontlinie aufgebaut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Damit sind wir in Runde 15 und ihr könnt sehen, ja, wir hat ja wirklich versucht, das Ganze ein bisschen dicht zu machen, mich ja zu stoppen und auch ziemlich clever die Verbände benutzt. Also wirklich hier im Hügelgelände stehen die Alpinis. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, hier der ist der Eckpfeiler sozusagen des MG-Nests. Dazwischen positionieren sich die beweglichen Panzer. Hier hinten rücken neue Truppen nach. Das ist nicht ungeschickt. Der nun wieder, der ist so alleine hier, der wird es hier zerstört werden, ohne dass er groß was bewirken kann. Das ist wieder ein bisschen blöd für ihn gelaufen, aber wie sage ich immer, man sollte den Gegner nie daran hindern, Fehler zu machen. Soll er doch. Das ist schon okay. Ja, das ist die Situation. Beginn von Runde 15. Ich habe hier etwa 40% dieses Szenarios liegt jetzt hinter uns und wir sind schon sehr weit vorgedrungen, wenn jetzt nicht noch ganz große Dinge passieren. Also eine Seelandung, eine Luftlandung in unserem Rücken oder ja, überraschende Angriffe aus komplett anderen Richtungen oder noch eine weitere Welle an beweglichen Verbänden der 5. Armee, ähnliches. Dann sollten wir weit vor dem Ende der 37 Runden unsere Ziele erreicht haben. So ist meine momentane Situationseinschätzung. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen und freue mich auf die Fortführung des Szenarios Umbrien. Bis dahin, macht's gut.